Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Alpha Saphir in der Nuzlocke Randomizer irgendwas Challenge. Wir sind gerade vor Felicia in Metaross City. Nein, oh Gott. Vor Metaross City. Ich dachte, ich kämpfe jetzt einfach gegen die. Oh mein Gott. Aber will ich gar nicht. Wir haben hier schon alle Gegner besiegt in der ersten Arena, aber wir werden jetzt noch nicht gegen die kämpfen. Das war gerade richtig der Brainfuck für mich. Denn ich möchte euch nochmal eine Sache kurz zeigen. Dafür müssen wir einmal nochmal in den Wald zurück. Und zwar könnt ihr euch doch sicherlich erinnern, dass wir hier waren. Guck mal, die Bären sind schon da. Auf jeden Fall haben wir hier ein Taubsi gefangen. Dieses Taubsi trägt den wunderschönen Namen Wilbur. Aber wenn ihr jetzt mal kurz auf die Unterseite des 3DS guckt, dann seht ihr ja da die Karte. Und unten rechts bei der Karte steht Route 104. So, ich laufe jetzt einmal kurz durch den Wald durch. Und wenn ich dann den Wald hier unten wieder verlasse, dann sehen wir sind immer noch in Route 104. Also Route 104 teilt sich einfach in zwei. Richtig wack. Bedeutet aber auch, ich durfte dieses Wilbur gar nicht fangen. Und aus diesem Grund... Wie? Warte, was? Kann man den nicht einfach weggeben? Das ist jetzt Wilbur, ne? Ja, Wilbur freilassen. Wieso geht denn das nur am PC und nicht in der freien Welt? Okay, tschüss Wilbur, wir werden dich nicht vermissen. Cool, dann bleibt Fly auch mein einziges Taubsi. Das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Und wir wissen auch, wo wir Pokémon freilassen können. Sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt aber leider nur noch 4 Pokémon. Das finde ich ein bisschen scheiße. Und vor allem sind unsere Pokémon gar nicht mal so stark. Mir ist gerade aufgefallen, guck mal, hier gibt es einfach ein Haus, der genau diese komischen Büsche hat, wofür man ja Zerschneider braucht. Und das ist auch das Haus des Zerschneiders. Vielleicht kriegen wir hier Zerschneider. Das wäre richtig gut. Hallo, alter Mann, haben Sie Zerschneider für mich? Oh, dieser entschlossene Blick, dieser geschmeidige Bewegungen. Dieses gut trainierte Pokémon-Team, du bist ganz klein, talentierter Trainer. Danke, danke, ich weiß, ich weiß. Nein, warte, sag jetzt nichts. Ich meine dich gar nicht. Ich meinte eigentlich meine Tochter. Aber egal, hier nimm Zerschneider, wenn du schon hier bist. Zerschneider. Oh, nur unser Fake-Badoof kannst erlernen. Okay, ja gut, dass wir Tidus gefangen haben. Guck, und ihr meinte, Tidus wäre schlecht. Zäh, dabei kann er Zerschneider einfach lernen. Aber es geht nicht, weil wir dafür erstmal einen Orden brauchen. Ist das dein Ernst? Wir müssen Felicia töten. Ja, man tötet dieses Spiel, um Zerschneider einsetzen zu können. Okay, das ist ein bisschen assig. Dann ist das Einzige, was ich noch machen könnte, hier im hohen Gras oder zumindest gegen einen Pokémon-Trainer, ein bisschen meine Pokémon zu trainieren. Wir müssen darauf achten... Oh, ein gelber Schal. Der ist bestimmt wie der rosane Schal. Okay, let's go. Ich habe jetzt so viel gelabert. Lass Einkauf machen. Mein Pokémon-Team ist super stark. Überzeug dich doch selber. Oh mein Gott, ein Weberock. Aber nur Level 7. Wir könnten... Aber wir gucken erstmal, was er überhaupt drauf hat. Aber dann könnte eigentlich... Score rein. Ja, eine Zahnattacke. Aber wahrscheinlich macht der den... Ja, der macht den auch schon so tot. Okay. Hätte auch gar nichts gebracht, oder? Ist Feuer gut gegen Käfer? I don't know. Das finde ich auch richtig gut. Ihr kommentiert richtig, richtig viel. Und ich kann quasi mit euch zusammen hier lernen. Das finde ich sehr, sehr gut. Der Schedüssel hat zum Beispiel auch schon gefragt, warum ich da nicht voraus aufnehme. Und das liegt einfach daran, dass ich natürlich auf denselben Stand sein will wie ihr. Dass ich dann auch auf eure Kommentare eingehen kann, dass ich mit euch lernen kann. Und das finde ich einfach viel, viel geiler, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, 5 Folgen im Voraus aufnehme und dann ist in der 6. Folge irgendwie auf eure Kommentare eingehen kann. Oh, beide Level 9, aber ein Flammsturm sollte ihn ja trotzdem töten, oder nicht? Wir sind sogar als erstes dran. Los, Score auf! Ich habe auch schon mitbekommen, der Score will sterben und nicht mehr beim Team sein. Oh, nur die Hälfte. Das ist natürlich nicht so cool. Bitte töten Sie meinen Score nicht! Das ist mir zu viel Damage. Boah, das ist mir zu viel Damage. Okay, YOLO, du kommst wieder rein. Das ist mir zu riskant, dass falls ich jetzt nicht als erster angreife, dass er dann meinen Score tötet. Ich weiß, Score, du willst nicht in meinem Team sein, aber jetzt erst recht. Jetzt erst recht bleibst du in meinem Team. Ich werde alles dafür tun, dass du nicht stirbst. Nachtflutattacke! Oh mein Gott. Okay, warum ist Blutzug so tanky? Aber jetzt. Bye bye, Blutzug. War ein schönes Leben mit dir. Aber jetzt bist du leider tot. Kannst dich nicht weiterentwickeln. Wenn das gleich im Arena-Kampf genauso läuft, dann bin ich richtig am Arsch. Also ich werde jetzt nochmal meine Pokémon ein bisschen trainieren, dass ich zumindest 2 Pokémon auf Level 15 habe. Und deswegen kommt jetzt eine Trainingsmontage. Unser Team für Felicia wird sein... Oh, gut, dass ich nochmal nachgucke. Fly Level 14, Iolo King Level 13. Den werden wir auch gleich an den Anfang tun. Dann haben wir noch einen Score Level 10 und einen Tidus Level 9. Ich wollte Tidus eigentlich auch Level 10 machen, aber es dauert mir einfach viel zu fucking lang. Deswegen ist das jetzt unser Team. Level Cap war 15 für diese Arena. Ich bin sehr gespannt, was sie haben wird. Iolo King an den Start, weil er einfach unser tankigstes Pokémon bisher ist. Ist, glaube ich, das sicherste.
So, und jetzt darf nichts schieflaufen. Hallo, Felicia. Du bist meine erste Arena-Leiterin. Bitte mach meine Nutzlock-Challenge nicht kaputt, ja? Das wäre richtig, richtig toll. Oh Gott, okay, ich bin mega aufgeregt. Erste Arena-Leiter. Ich habe gar keine Ahnung, was sie für Pokémon hat, was für ein Typ sie ist. Okay, let's go. Oh, mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Ich war mir sicher, dass du und dein Pokémon-Team es bis hierher schaffen würdet. Dann zeig mir doch mal, welche Pokémon du ausgewählt hast. Ich bin Felicia und fordere dich heraus. Hä, nein, ich bin Dizzy und fordere dich heraus, Felicia. Da sehen wir auch schon, welchen Arena-Orden wir bekommen würden. Das ist ja, glaube ich, der, so ein Gesteins-Dings. Oh, sie hat Muppet, Puppet, Papi, Popular, Papap. Puppens, genau. Level 12! Puppens kann sowohl Gestein sein, als auch normal. So oder so, das Einzige, was Yodoking kann, ist natürlich Nachtflut gegen den. Ich werde dennoch, in der Hoffnung, dass Elektro trotzdem irgendwas gegen die machen kann. Nein, ist ja keine Wirkung. Also ist der einfach nur Gestein, ja? Und der hat einfach Konfusion drauf. Warum hat der Konfusion drauf? Macht jetzt auch nicht den mega krassen Damage? Aber das ist schlecht. Ja, es wird Gestein sein, nicht wahr? Wenn Elektro gar keine Schnitte gegen den hat. Ah, die macht auch nicht so wenig Damage. Und macht sogar einen Volltreffer. Achso, deswegen. Okay, mal gucken, wie viel Nachtflut raus. Oh, sehr effektiv. YOLO, my boy. Hau deine Nachtfluts raus und get kicking. Das war diesmal nicht sehr effektiv. Let's go. Okay, haben wir jetzt schon mal besiegt. Sie hat ja, glaube ich, auch nur zwei Pokémon. Oder drei? Hat sie drei Pokémon? Ihr stärkstes sollte auf jeden Fall Level 15 sein, wenn mich nicht alles irrt. Ein Rokkaimann. Ich weiß nicht mal, was ein Rokkaimann ist. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Wasser gegen dieses, was auch immer das ist, was da jetzt kommt, solange es kein Elektro ist, gut sein könnte. Rokkaimann, das klingt schon so ein bisschen elektromäßig. Was ist das denn für ein Ding? Okay, das ist doch garantiert Gestein. Und der hat Bedroher. Ich weiß leider gar nicht, was Bedroher macht. Level 14. Hä? Hat meine Seite einen Scheiß angezeigt? Sollte er denn nicht Level 15 sein? Egal, so oder so. Wir haben ja auch nur Level 14. Das ist die Frage, heilen wir unseren YOLO-King, um auf der sicheren Seite zu sein, oder greifen wir sofort an? Also wenn wir davon ausgehen, dass der Typ Boden ist, dann wäre Dampfwalzer natürlich das Allergeilste. Wenn er Gestein ist, dann wäre Wasser, glaube ich, besser. Ich tippe jetzt einfach mal darauf, dass er Boden ist und setze deswegen Dampfwalzer ein und hoffe auf das Beste. Come on, fly. Einfach. Nein! Ist nicht sehr effektiv, oder was? Ist gar nicht... Oh nein, ist der so tanky? Hä? Okay, der hat sich unsere Beere geschnappt. Hat unseren Fly fast getötet mit seinem Abschlag. Und es war nicht mal sehr effektiv. Und YOLO hat auch keine Leben mehr. Oh no. Oh no. What are we going to do? Ich hätte lieber heilen sollen. Ich kann doch meinen Fly nicht weggeben. Ich kann keinen von denen weggeben. Wenn er gleich wieder einen Abschlag macht, dann bin ich auf jeden Fall tot. Okay, weißt du was? Wir wechseln Tidus ein. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht instant stirbt. Ich hätte sofort auswechseln sollen. Er setzt Trugtränen ein. Ich hoffe, das macht gar keinen Damage. Sieht aber... Okay, das sieht gut aus. Spezialverteidigung ist mir sowas von egal. So, jetzt müssen wir uns aber überlegen. Wir können zum einen Notsituation einsetzen. Dann hat er auf jeden Fall nur noch 27 Leben. Oder wir warten einmal mit der Notsituation. Aber dann ist wahrscheinlich Tidus tot. Oder wir gehen die sichere Variante und heilen... Ja, wir heilen. Wir heilen unseren YOLO-King in der Hoffnung, dass der nicht sofort stirbt durch einen Abschlag oder so. Dann hat der schon mal wieder volle Leben. Er macht seinen Abschlag. Ich glaube, Tidus ist tot. Ja. I'm so sorry, Tidus. I'm so sorry. Und den rosa Schal hat er mir auch geklaut, so ein Bastard. Ja, fuck, ja, YOLO muss es jetzt aber reißen. Ist der bitte Unlicht oder was auch immer? Dass man den einfach mit einer Nachtflut töten kann? Oh nein, wir sind zumindest als erster dran und das trifft auch. Und macht gar kein Damage. Es ist nicht sehr effektiv. Was ist denn das für ein Typ? Kraftwelle. Junge, der macht viel zu viel Schaden, der Typ. Was soll ich denn machen gegen den? Was soll ich denn machen? Ich bin einfach tot. Der ist ja einfach tanky as fuck. Wir heilen aber trotzdem einfach mal Fly. In der Hoffnung, dass er keinen Abschlag macht. Folterknecht. Wir sind wütend. Okay. Ist nicht so schlimm. Mit YOLO machen wir halt gar kein Damage, ne? Wir machen allgemein gar kein Damage. Okay. Wisst ihr was? Wir heilen uns jetzt einfach die ganze Zeit hoch. Hoffen, dass Abschlag nur 5 PP hat. Er hat das jetzt schon zweimal eingesetzt. Und dass er ansonsten halt gar nichts macht. Ich habe jetzt Angst, dass ich zu wenig Tränke habe. Und dass wir dann irgendwann Fly einwechseln, weil Fly macht ja zumindest ein bisschen Damage. Aber so, solange das kein Crit ist, sind wir da, glaube ich, auch ganz okay, oder? Und ja, bis dahin greifen wir noch ein bisschen mit einer Nachtflut an. Ey, das ist ja richtig schlecht.
Das ist so, so schlecht alles. Warum hat er so ein krasses Pokémon? Komm, noch eine Nachtflut. Dürfen wir nicht, weil Folterknecht uns daran hindert. Ja, lol. Aber so eine andere Attacke hat er nicht. Okay, Fly. Come on, come on, come on. Bitte sterb nicht sofort. Ich weiß, er hat noch 3 Abschläge. Aber was wollen wir machen? Was wollen wir machen? Fly, flieg einfach davon. Flieg doch einfach davon. Oh no. Ich setze einfach mal die Wasserschuriken ein. Wenn das auch nicht sehr effektiv ist, dann habe ich halt gar keine Schnitte. Bitte sei sehr effektiv. Ja, sieht ganz gut aus. Bitte triff einfach 5-mal. Einer davon. Ja, komm. Sehr effektiv. Nein, nur 2-mal. Hättest du nicht einmal einen Volltreffer machen können. Okay, er macht aber nur Folterknecht. Er macht nur Folterknecht. Wir können nochmal unsere Wasserschuriken einsetzen. Wir sind als erstes dran. Nein! 2-mal danach. Komm. Hä? Es kann doch die Attacke nicht 2-mal. Ach, man darf die nur 1-mal. Das ist ja noch assiger. Okay, Felsgrab. Felsgrab und hoffen. Er setzt einfach einen Trank ein. Ist das dein scheiß Ernst? Setz doch bitte keinen Trank ein. Oh, was soll ich denn machen? Das ist ja das Schlechte selber. Wieso kann er einen Trank einsetzen? Okay, aber wir dürfen jetzt wieder den Wasserschuriken einsetzen. Alles kein Problem, alles gar kein Problem. So, da muss ja nur ein kritischer Treffer dabei sein und dann haben wir es doch. Noch einen Trank wird er nicht haben. Los, bitte greif nochmal einen Volltreffer. Ja, nochmal. Lang bitte schon nochmal. Dann greif nochmal an. Nein, greif nochmal an. Ah, mach das doch nicht so spannend. Okay, wir werden ab. Wir sind jetzt erst dran. Wenn er jetzt nicht nochmal heilt, dann haben wir es geschafft. Nein! Oh Mann, Felsgraf hat halt auch kein Damage gemacht. Dampfwalze, let's go. Es muss jetzt einfach lang. Es muss langen! Fly, mach's! Danke! Okay. Was hat der so ein krasses Pokémon? Wir haben richtig Glück gehabt, dass sie nicht nochmal Abschlag gemacht hat, glaube ich. Wir haben richtig, richtig viel Glück gehabt. Fly ist jetzt Level 15. Bald entwickelt er sich. Mit Level 19, I guess. Oh mein Gott, das war... Okay, ich hab's viel zu auf die leichte Schulter genommen. Tidus ist gestorben. Yolo ist jetzt auch Level 14. Aber wir haben Felicia besiegt. Richtig viel Geld. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Tränke. Wir müssen auf jeden Fall mehr trainieren. Wir brauchen unbedingt 6 Pokémon. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die eine Arena-Leiter besiegt haben, das sie erhalten. Also nimm bitte den Steinorden an dich. Den habe ich auch mehr als verdient. Ach guck mal, das ist sogar so eine Brosche. Richtig cool. Können wir jetzt an unseren Rucksack hängen. Der Steinorden ermöglicht es dir, die VN-Zerschneider auch außerhalb deines Kampfes einzusetzen. Außerdem hören alle Pokémon bis Level 20 auf dich. So, und das hier möchte ich dir auch noch geben. Feuerreigen. Feuerreigen. Keine Ahnung, was das für eine Attacke ist, aber danke. Oh mein Gott. Okay. I'm so, so sorry, Tidus. Aber du hast für einen Greater Course dein Leben gelassen. Du warst richtig cute, Tidus. Und ich weiß, was nur eine einzige Folge im Team. Aber for a Greater Course. Es war for a Greater Course. Okay, Tidus, I'm so sorry. Du warst wirklich knuffig und toll. Und hast auch ganz toll alles gemacht. Und jetzt kommt auch noch Team Aqua. Platzt aus dem Weg! Oh nein, haltet ihn auf! Er hat meine Ware gestohlen! Ich muss ihn hinterher humpeln! Team Aqua, bleiben Sie sofort stehen, Sie böser, böser Typ! Ja, machen wir andern mal. Ich habe mich übrigens dazu entschlossen, dass wir tatsächlich Pokémon freilassen und nicht in eine Box tun, weil ich möchte sie einfach begraben. Ich möchte sie begraben, wenn sie sterben, dann sollen sie nicht einfach in einem PC vergammeln für nix und wieder nichts, sondern sie wollen tatsächlich in der Natur begraben werden, da wo sie halt auch herkam. Von dem her, Salut to Dizzy. I'm sorry, dass du gegen den ersten Arena-Leiter verloren hast. Ich habe dich davor extra trainiert, damit das nicht passiert, aber ja, ist jetzt halt so geschehen. Tschüss, Tidus. Da liegt sie nun also, Tidus' Leiche, neben dem Blumenladen, der ihm so doll gefallen hat. Mann, Tidus. Um dir deine letzte Reise so angenehm wie möglich zu machen, eine Myrtilbeere auf dein Grab. Mögen daraus die besten Myrtilbeeren der Welt werden. Auf Wiedersehen, Tidus. Es war schön mit dir. Ach man, ich weiß echt nicht, wie ich weitermachen soll ohne Tidus. Da fällt mir ein, wir haben doch eine VM bekommen. Feuereigen, Typ Feuer. Das Ziel wird mit Felsen beworfen. Senkt den Initiativewert des Ziels. Ich werde dafür sorgen, dass diese TM, die wir nur dank Tidus bekommen haben, einem wunderschönen neuen Pokémon zu Trage getragen wird. Und auf diesem Weg dahin müssen wir einmal schauen, was denn Team Aqua hier so böse Sachen macht. Oh, dich kenne ich doch. Du bist dieser großartige Trainer, der mich in Blütenburgwald gerettet hat. Hilfst du mir nochmal? Team Aqua hat mich ausgeraubt. Ja, ich weiß, ich bin ein Riesenloser, aber bitte helf mir. Bitte helfen Sie mir, ich wurde ausgeraubt. Klar, helfe ich dir. Allerdings erst in der nächsten Folge von Pokémon Alpha Sophia. Tschüss, Leute.